gegen die Wertung des Spiels in Rostock. Nach dem Zwischenfall vom Samstag als eine Rauchbombe, Sie werden sich erinnern, gleich mehrere St. Pauli-Spieler außer Gefecht gesetzt hatte. Ein schwebendes Verfahren, in das wir auch gar nicht erst eingreifen wollen. Aber es gab ja noch eine ganze Menge mehr Randale rund um dieses Spiel, das der DFB bereits im Vorfeld als besonders gefährlich eingestuft hatte und für das die Polizei Alarmstufe 1 angeordnet hatte. Was aber um Gottes Willen steckt hinter dieser Fanfeindschaft zwischen diesen beiden norddeutschen Clubs? Motivsuche von Jens Fintelmann und Andreas Becker. Café Kö in Rostock-Warnemünde. Hansa-Fans vor dem Nordderby. Einer von ihnen, Kai, der Koch. Die St. Pauli-Fankneipe zum letzten Pfennig. Seit 7 Jahren immer dabei, Michael, 21 Jahre, arbeitslos. Hansa gegen Pauli. Für die Rostocker Kai und Steffen heißt das Rivalität. Weil es vielleicht zwei Nordvereine sind, bei den St. Paulianern halt auch viele Leute mitlaufen, die mehr, sag ich mal, ne, die halt so auf Deutsch gesagt Zecken sind. Und mehr bei Hansa halt auch teilweise andere Leute mitlaufen. Wir haben das gegen die St. Pauli-Fans, die wollen sich allzu viel. Der Fakt ist eins, dass das ein kein Haufen ist, der sich in Rostock zu zeigen hat, jemals von der politischen Einstellung oder vom Fußballfan her. Hamburg Hauptbahnhof, Samstagmorgen, 10 Uhr. Ich war vor mehreren Jahren schon mal in Rostock und habe auch da erlebt, wie gewalttätig nicht die Hooligans sind, sondern das normale Fanpotenzial, also die sogenannten B-Fans, die, die mit Kutte rumlaufen, angetrunken sind und im angetrunkenen Zustand dann eben den Ost-West- bzw. Rechts-Links-Konflikt dann austragen wollen. Pauli-Fans im Sonderzug. Für Michael ist es die dritte Fahrt nach Rostock. Erinnerungen. Die erste Fahrt, wo wir hingefahren sind, war irgendwie gerade ja, das erste Spiel, was Pauli in Rostock gemacht hat, nach diesem Ding in Lichtenhagen. Ja, und da sind dann halt auch irgendwie das halt ziemlich viele Leute mitgefahren und naja, das hat sich die örtliche Dummbacken-Szene natürlich auch nicht entgehen lassen, da irgendwie aufzutauchen. Dieses Bild von diesem friedlichen Fan vom Freudenhaus, das kotzt die Leute auf Deutsch gesagt hier an. Denn dem ist nicht so. Denn wenn wir auf St. Pauli spielen, dann warten hinter dem Block ja auch 1000 Mann, die sagen, jetzt zeigen wir es den Rostocker mal richtig. Und das schaukelt sich natürlich von Spiel zu Spiel immer höher. Das wird nicht weniger. Und es ist klar, was wir für eine politische Einstellung haben und dass auch Fußball und Politik durchaus zusammengehört. Aber ich habe keine Lust, sowas auf so einer Ebene auszufechten. Es gibt andere gesellschaftliche Ebenen, wo man das austragen muss. St. Pauli-Fans sind anders als Düsseldorfer, sind anders als Kölner und Hamburger, Münchner, sind einfach anders. Das sieht man an ihrer Kleidung, das sieht man an ihrem Auftreten. Und es gibt Leute, die kommen damit besser aus und wir kommen damit eben weniger gut aus. Da wird immer gesagt, die Zecken kommen oder so. Gut, jeder hat eine andere politische Einstellung, aber das sammelt sich dann auch. Was man so mitkriegt, alles kurzgeschorene, was da rumläuft im Osten. Ja, und die sind natürlich dann froh, dass sie irgendeinen Gegner finden, meinen sie. Das ist, komm, Spaß, ey, was? Komm! Bilder, die Hass zeigten und für neuen Hass sorgten. Hansa-Fan ersticht Pauli-Fan. Seit dem Film damals vor 3 Jahren, wo die Hansa-Fans als, sag ich mal, die bösen Leute dargestellt worden sind, die St. Pauli-Fans als die lustigen, friedlichen Leute. Und weil der Film auch, würde ich sagen, teilweise ein bisschen überzogen gewesen ist, zwecks der Hansa-Fans, die da wahllos irgendwelche Leute da ummoppen. Und von daher, denke ich mal, kommt die Rivalität.
Ankunft in Rostock. Die Pauli-Fans auf dem Weg zum Ostseestadion. Der erste Zwischenfall. ...650 Sicherheitskräfte. Als wir das erste Mal hier in Rostock gespielt haben, da war da, wo man den Zaun da hinten sieht, da kam von dieser Haupttribüne, da kamen die ganzen Hansa-Hools an, haben mit Stein geschmissen, Sitzbänke in unseren Block reingeschmissen. Naja, und da kam es eben zur Eskalation. Hansa und Pauli-Fans gemeinsam auf die Torwand. Symbolische Aktion kurz vor dem Spiel. Okay, ich mache ein Angebot. Das, was wir bei E-Spiel jetzt, wir können das Spiel alle machen. 10 Minuten später die ersten Krawalle. Hinsichtlich der Festnahmen eindeutig hier festzustellen, dass das eigene sind, die festgenommen werden mussten. Und dass auch die Provokation hier im Stadion eigentlich von einigen wenigen unserer Fans hier aus Rostock hervorgegangen sind. Da steht so eine Scheißglatze mit einem Hitler-T-Shirt, mit einem Original-Hakenkreuz da drauf. Ich sag zu dem einen Bullen irgendwie, guck mal da oben, das ist Verwendung verfassungswidriger Kennzeichen. So, sagt er zu mir, ja, was sollen wir denn machen, wenn wir da reingehen, gibt's Randale. Manch, was geht hier die ganze Zeit ab, hier fliegen die Steine rein und so. Ach, das ist alles Scheiße hier. Punks, Bettler, all so ein Scheiß bei denen, da wollen wir nicht sehen. Ja? Erstmal haben sie mit einem Stunk angefangen und fingen an zu werfen mit Steinen im Stadion. Aber nach dem Spiel. Und dann ist ja kein Wunder, dass die ganzen Fans aufmobilisiert werden. Nach dem Spiel kriegen wir die alle. Ich, am besten ist, sie sollen abrücken und dann ist Ruhe hier. Ne? Wir machen hier nämlich keinen Stress, sondern nur die da drüben. Guck dir das mal an, was da drüben abgeht. Die scheiß St. Pauli-Fans, die können sich nicht benehmen hier, die allen. Das sind die letzten Nacken sind da. Aber scheiß St. Pauli ist normal. Warum denn? Ja, weil die irgendwie links drauf sind, finde ich. Woran liegt das? Ja, ich meine an der Kluft, finde ich jedenfalls. Also, gut, drehen wir weg. Abpfiff, die St. Pauli-Fans auf dem Heimweg. Gegenüber die Hansa-Fans. Steine fliegen auf die Pauli-Busse. Dumpfe Gewalt, also dumpfer Hass einfach. Also unglaublich, wirklich. Die haben das Spiel gewonnen, müssen jetzt eigentlich hochzufrieden sein, haben 3 Punkte geholt. Aber das scheint die echt nicht zu interessieren, zumindest nicht den größten Teil hier. Also das ist unglaublich hier, wenn man sich die Bilder hier anguckt. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, das ist unglaublich, echt. Wir sitzen im Bus, meine Freundin sitzt direkt vor mir. Der Stein knallt genau da in die Scheibe, wo ihr Kopf war. Wenn die Scheibe nicht gewesen wäre, möchte ich nicht wissen, was jetzt los gewesen ist. Und dann soll bitte noch einer mal hier was dagegen sagen, dass wir Hass auf Rostocker kriegen. Tut mir leid, also ich habe ihn ganz bestimmt. Von den Rostockern einen Stein abgekriegt. Ich komme hier echt vor, hier in Rostock, als wenn ich irgendwie auf dem Mond bin oder so. Oder in einer ganz anderen Welt. Ne? Rostocker Zivilpolizisten. Darf ich dir ganz kurz noch mal was fragen?
Hallo? Darf ich Ihnen ganz kurz noch mal eine Frage stellen zu dem heutigen Tag? Es wäre aber gut, das Ergebnis auch. Ja, und so ein bisschen zu den ganzen Vorkommnissen hier, hat Sie das überrascht oder haben Sie damit gerechnet? Brauchen Sie bitte unsere Polizeiführung. Ja, aber Sie sind doch szenkundiger Beamter und kümmern sich ja auch drum und haben versucht, das Ganze zu schlichten. Und wie sind Sie mit Ihren Ergebnissen zufrieden? Kann man dort zufrieden sein? Nee, ich persönlich nicht, wenn ich das erlebt habe. Ich bin schockiert, aber ich wollte das auch von Ihnen mal wissen, ob sowas unvermeidbar ist. Hey, jetzt arbeiten wir, ja? Die Brüder, die wollen keinen Fußball, die wollen nur Randale. Und deswegen zieht die Mauer wieder hoch, 150 Meter, einen großen Adler und dann alles einscheißen. Die ganze Republik. Wir sind friedlich, wir wollen St. Pauli anfeuern. Das ist unser Ziel. St. Pauli gehört in die erste Liga, also friedlich. Das ist unser Ziel, das ist das Einzige, was wir wollen. Mehr wollen wir nicht reden. Okay. Nur verficktes Nazi-Gesocks irgendwie. Also ich hätte mir manchmal schon gewünscht, dass da ein paar Leute wären, die einfach mal... ne? Und das geht vielen Leuten so, von wegen immer friedliche St. Pauli-Fans und immer lustig und immer freuen und lustig sein und singen. Irgendwann ist Ende, ist echt Ende hier. Bei dem Scheiß-Gesocks, was hier rumläuft, irgendwie ist echt irgendwann mal Feierabend. St. Pauli! Das Leid eines Hansa-Fans. Ja, das ist so. Ich wurde zusammengeschlagen. Da haben die rumgestanden und haben geschaut, was ist mit dir? Da hat gesagt, ja, wollt ihr mir nicht helfen? Warum denn? Geht uns doch nichts an. Weggedreht. Wie schaut's aus? Gut, das ist schlimm. Ich bedauere das auch. Aber es war, ja, warum? Es war, ich muss auch mal aussehen. Drei Stunden später in der Rostocker Fankneipe. Nee, es war gut so. Sag ich dazu nur, weil die Leute, wenn die sich trauen, nach Rostock zu fahren, brauchen sie es auch. Bin ich jedenfalls schon mal. Wenn wir nach Hamburg fahren, wir werden ja auch nicht in Ruhe gelassen. Sonst sagt ja auch keiner, hey, ist gut, seid Rostock, wir lassen euch in Ruhe. Wir leben ja genauso mit der ganzen Gewalt oder Konfrontation gegen die St. Pauli-Fans. Wenn sie nach Rostock kommen und sich hierher trauen, dann brauchen sie es auch. Auf Vereinsebene kann das sicherlich sein, dass sich da die Präsidenten und die Spieler vielleicht da irgendwie grün werden. Aber ich glaube, jetzt auf die Zuschauer bezogen kann ich mir das nicht vorstellen. Ich sag mal, das ist eine Rivalität. Ich sag mal, das ist, wird ja sicherlich auch Tradition, so wie in der Bundesliga Schalke und Dortmund sich halt seit 80 Jahren nicht abquellen, so wird es bei anderen St. Pauli auch sein. Diese Fans, die müssen sich mal unterhalten und mal in Ruhe unterhalten und nicht gleich irgendwie aufeinander losgehen. Dann würden sie auch mal feststellen, dass sie vielleicht vom Leben dasselbe erwarten eventuell. Auch wenn sie vielleicht anders aussehen oder so. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Bei mir macht sich schon eine ganze Menge Ratlosigkeit breit angesichts solcher Bilder. Man hofft dann noch so ein bisschen auf Einsicht der Beteiligten, aber tja, so recht dran glaubt.